Hallo Leute und herzlich willkommen zu Cooking Simulator. Heute spielen wir das, beziehungsweise nicht nur heute, sondern in den nächsten vier Folgen spielen wir das Pizza DLC. Können wir hier ausmachen? Oh Gott, nee, warte mal. Okay, den brauchen wir nicht. Genau, das habe ich ja auch schon ab und zu mal in einem Stream gespielt. Und heute dachte ich, wir machen doch einfach mal ein Video. Ich glaube, mit Tab kann ich genau das Handy hochholen. Ich muss. Ist das hier? Nee, warte mal. Ah, hier, genau. Soßen. Wir müssen jetzt erstmal eine. Er nimmt denn eine Schoko-Haselnuss-Soße auf seine Pizza? What? Alter, sind die schon voll viele. Wahrscheinlich habe ich die schon alle freigeschaltet. Naja, wir fangen ganz normal an mit einer Marinara-Soße. Glaube ich, so das Typische. Okay, können wir das nicht unten irgendwie so. Können wir das anpinnen? Ah, so, okay. Genau, dann kann ich auch so scrollen, dann sehe ich das. Okay, dann holen wir jetzt erstmal Tomaten, weil die sind ja, glaube ich, im Keller, oder? Ah, hier sind die San Marzano und Tomaten. Wir brauchen 16 von denen, weil wir brauchen 1,6 Kilo. Perfekt, 16 Dings haben wir hier. Brauchen wir von hier unten sonst noch was? Knoblauch, 20 Gramm. So, Basilikum und so hat es alles oben eigentlich. Okay, gut, dann, ja, das muss jetzt, glaube ich, hier in diesem, das ist ja der Soßenmixer, oder? Kochmixer, ja, ich glaube, das ist richtig. Genau, das fliegt jetzt da alles rein. Perfekt, Alter. Okay, dann Olivenöl. Oh. Ich weiß nicht, haben wir hier schon irgendwo Olivenöl? Ne, ich glaube nicht, oder das müssen wir kaufen. Ja, Olivenöl. 200 Milliliter. Let's go. Oh, 201. So perfekt. Okay, dann brauchen wir auch noch Salz. Das müssen wir, glaube ich, auch noch kaufen. 35 Gramm. Perfekt. Als nächstes brauchen wir noch Oregano getrocknet. Das ist auch hier so ein Gewürz. Hier, 25 Gramm. Perfekt. Okay, jetzt noch frischer Basilikum, 30 Gramm. Und, Alter, meine W-Taste. Okay, das hier ist Basilikum, 30 Gramm. Also, einmal so ein Biest, keine Ahnung, so eine Liegenwiese. Okay, ja, jetzt ist eigentlich alles drin. Ist hier ist auch ein Behälter. Dann mixen wir das Ganze. Hallo? Ah, ist doch noch keiner drin, warte mal. Ah, jetzt. Ah, okay, ja, perfekt. Okay. Der ist durch, ja. Alter, die sieht irgendwie so lecker aus, Alter. Okay, dann machen wir die jetzt einfach hier rein. Perfekt. Wollen wir gleich mehrere Soßen am Anfang machen? Ne, komm, wir lassen erstmal, warte mal. Wir machen, wir gucken jetzt kurz. Wir können wieder zurück, so. Bestellung. Keine aktive Bestellung. Ach so, klar, warte mal, wir müssen ja. Ach Gott. Ah ne, ich will das jetzt wegmachen, den anderen Ding. Hier müssen wir nämlich drücken. Bing. Genau, dann bekommen wir eine Bestellung. Carbonara. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal die Zutaten noch vorbereiten. Das heißt, wir holen jetzt erstmal wieder alles nach oben hier aus unserem Kellerchen. Hier einmal Grano Padano. Dann brauchen wir, was ist denn? Pancetta oder so? Oh Gott, Pancetta. Ah, hier Pancetta. Okay, da kam aber neues Zeugs dazu, das kenne ich nämlich noch nicht. Kein Spiegelei, können wir das einfach so kaufen? Stimmt, wir haben hier, also es gibt so viel mehr mittlerweile. Oh mein Gott. Warte mal, hier, genau, gibt es diese Fertigspiegeleier. Eigentlich so lame. Basilikum haben wir oben, perfekt. Dann, ah scheiße, Pizzateig müssen wir auch noch machen. Oh Gott, dieser Stress, ey. Als erstes wird der gerieben, der Grano Padano hier. Geh mal rein. So, der ist fertig. Jetzt haben wir hier, ja, Käse halt. Als nächstes kommt dieses Pancetta. Es kommt allerdings, es kommt geschnitten hier, ja. Kommt das in diesem Zerkleiner. Okay, dann haben wir das hier. Okay, das ist jetzt ein bisschen wenig. Aber egal. Okay, die Spiegeleier kommen auch noch in so ein Gefäß. Alter, das sieht so billig aus. Naja, wie dem auch sei, das kommt auch hier rein. Wie gesagt, Basilikum haben wir, aber wir haben einen Haken bei dieser Sache. Und zwar haben wir noch gar keinen Pizzateig. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig jetzt, warte mal. Wir brauchen, glaube ich, einfach neapolitanischen Teig, glaube ich. Guck noch mal kurz nach. Okay, ja, wir brauchen neapolitanischen Teig. Das heißt, wir brauchen Mehl. 3,5 Kilo, genau. Also ich glaube, das ist sowieso der ganze Sack hier, oder? Ja, genau. Als nächstes Wasser. Wo ist der Krug? Ist der auf der anderen Seite? Ah ja, hier. Okay, 2,4 Liter. Perfekt, 2,4 Liter. Komm jetzt rein, warte mal. Zack. Hä? Das sind gar keine 2,4 Liter, weil wir brauchen nur mal einen halben Liter. Das war auch schon besser. Oh, das war jetzt nicht so schlau. Ah, ist aber schon schön hier. Okay, als nächstes kommt Salz. Ich glaube, das ist ja hier, oder? Ja, genau.
125 Gramm. Alter, geht das lange. Nein, ich habe scheiße 3 Gramm zu viel. Egal, das passt. Ein bisschen salziger, aber egal. So, dann hier noch die Hefe. Warte mal, wo kommt die hin hier? ist jetzt alles drin, oder? Ja, dann können wir... warte mal, wo muss ich hin? Ich glaube, hier den. Dann den hier pressen, genau. Ah, okay, da kommt jetzt auch schon der Teig. Die sind alle groß, scheinbar jetzt. Ah, ne, da ist noch ein kleiner. Also ein mittlerer. Perfekt, die nehmen wir gleich rüber. Weil die werden wir brauchen. Jetzt kann ich das hier nicht abstellen. So. Okay, dann können wir die... Pizza, glaube ich, schon belegen, oder? Okay, erstmal ein kleiner Teig. Für das halbieren wir mal den mittleren. Wo ist der mittlere? Da ist der rausgefallen. Ah, tatsächlich. Ja, egal, das hat niemand gesehen. Okay, dann teilen wir den kurz. Genau, klein. Ja, der muss ja klein sein. Dann rollen wir den aus. Zack, zack, zack. Alter, das ist ein fetter Rand. Jetzt kommt die Marinara-Soße. Ja, perfekt. Danach kommt jetzt der Grano Padano. 32 Gramm insgesamt. Ja, passt. 32 Gramm von diesem Pancetta. Perfekt. 100 Gramm Spiegelei. Welcher Mensch auch immer ein Spiegelei auf seine Pizza nimmt. Und noch 12 Gramm Basilikum. Ja, wie will ich denn 12 Gramm Basilikum machen? Oder? Ah, okay, warte mal. So. Machen wir hier auch auf jede Schinken-Dings oder keine Ahnung, was es ist. Noch, ja, jetzt ist es eh vorbei. Basilikum wollte ich sagen. Okay, dann machen wir das Ganze mal in den Ofen. So. Ding ist, der Ofen ist jetzt natürlich noch kalt. Deswegen heizen wir den jetzt erstmal, bis er hier auf Temperatur ist. So, der Ofen ist jetzt ordentlich warm. Ja, wir müssen jetzt einfach die Pizza im Auge behalten, weil wir können noch kurz das Teller, ups, ein kleines Teller hier ready machen, wie die Pizza dann, genau. Okay, die Pizza ist ready. Nehmen wir die doch. Boah, das sieht so geil aus. Wie geil, dass der Käse verschmolzen ist. Echt sick, Digga. Okay. Teller kommt hier drauf, genau. Zack, raus. Alter, 5 Sterne. Es war alles perfekt. Alter, nice. Wir haben 70 Cent verdient. Oder was das auch immer ist. Nice, Alter, nice. Okay, ja, heute haben wir halt noch ein bisschen paar Zutaten vorbereitet. Nächstes Mal wird es auf jeden Fall vielleicht so 2-3 Pizzen geben. Also es kommen viele neue Sachen dazu. Das war's mit dieser Folge. Cooking Simulator mal in Italien. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, war's das. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.